Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel-, Strategiespiel- und Zwergenfreunde zu Spellforce, The Order of Dawn. Ja, wir haben eigentlich in der letzten Folge schon storymäßig den letzten Akt begonnen, wenn ich es mal so nennen darf. Also ja, wie ich ja schon mal gesagt habe, es gibt keine wirklichen Akte, aber man kann das Spiel sehr gut darin aufteilen. Also, nachdem wir jetzt den Akt beendet haben, in dem wir den Phönixstein besorgen mussten, kommen wir jetzt zum letzten Akt, wo es gegen die Dunklen geht. Und die Eiserne, die er von Hokan geklaut hat. Wie wir im zweiten Akt der Suche nach Hokan erfahren haben. Also ja, ich finde, das Hauptspiel Order of Dawn kann man sehr gut in so vier Akte unterteilen. Vor allem, weil es auch immer wieder neuer Hauptgegner ist. Im ersten Akt, also als wir Rohn hinterher sind, war es die Schwarze Faust mit ihren ganzen Banditen. Danach die Untoten von Hokan im zweiten. Die Briarwölfe im dritten. Standhalten, Männer! Und jetzt sind es hauptsächlich die Eisernen. Runenkrieger, zu mir! Die den Dunklen dienen. Wir werden angegriffen! Und ja, questmäßig haben wir auch nur noch zwei Quests. Dunkle Beinkleider. Sind gar nicht mal so schlecht, kann aber keiner tragen. So, eiserne Soldaten sollten eigentlich gar keine Herausforderung mehr für uns sein. Runenkrieger, zu mir! Und ja, man merkt auch irgendwie, Fernkampf rentiert sich fast nicht. Tschüss. Also gerade die Eisernen sind verdammt schnell, wenn sie laufen. Kriegen wir gerade mal zwei Schuss hin. Runenkrieger, zu mir! Wenn man es so sieht, wäre es vielleicht jedenfalls. Standhalten, Männer! Mal gucken, wie sich das in Shadow of the Phoenix dann ausgeht, wenn wir den Charakter dorthin importieren. Im Fernkampf. Aber irgendwie wäre es fast schon schlauer gewesen, voll auf Nahkampf, entweder leichte oder schwere Kriegskunst zu gehen. Als schwere Kriegskunst wären wir halt ein bisschen tankiger. Oh, da kommen sie angelaufen. Oh, das habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht, weil ich irgendwie drauf vergessen habe. Hier ist der. Die Linien müssen halten. Gottschrein, Gottstein, Haltet Avonirstein. durch, Männer! Haltet durch, Männer! Schlagt sie zurück! Hier, für den Orden! Die Schließt Rune die Reihen! befiehlt. Die Rune ruft. So, den mal heilen. Feindlicher Angriff! Feindlicher Angriff! Jetzt gerade bringt der Fernkampf etwas mehr. Auf meinen Befehl! Was wünscht die Rune? So, unser Priester kann mal seine Heilaura anschmeißen. Auf mein Schnell! Zeichen! Sofort! Schnell! Vorwärts! Und los! So, jetzt haben wir wenigstens eine kampfstarke Truppe. Schnell! Und ja, wir sehen Mir überall, nach! also an ziemlich vielen Stellen. Hier oben jetzt, wo die Blockade war, eher nicht. Eher weiter hinten. Vorwärts! Sind verdammt viele Ordensritter gefallen. Schließt die Reihen! Haltet durch, Männer! Feindlicher Angriff!
Und ja, die Klingenweber sind eigentlich die stärkste, weil die Level 16 sind. Sie sind überall! Feindlicher Angriff! Schlagt sie zurück! Verstärkt die Deckung! Und ja, man sieht auch, die Eisernen greifen verdammt schnell an. Haltet durch, Männer! Sie sind überall! So. Felsgrau. Bereit, folgt mir. Mir nach. Vorwärts. Schnell. Mir nach. Sofort. Und los. Vorwärts. Die beiden Sachen sind übrigens für die Hauptquest. Die Sachen sind Sachen, die wir nicht mehr loswerden. Und das ist für die Blutnebenquest. Und der hat einen Mannsplitter, der war, glaube ich, auch zu viel. Zum Angriff! Schlagt sie zurück! Schließt die Reihen! Sie sind überall! Sie sind überall! Schlagt so, sie zurück! Schlagt sie zurück, die Deckung! Sie sind überall! Feindlicher Angriff! Hier, sofort! So. Mir nach! Ja. Folgt mir! Ja, Gottstein sind auch ziemlich viele Ordensritter draufgegangen. Sofort! Die haben hier halt wirklich einen reinen Durchbruch gewagt, auf Teufel komm raus. Wie man sieht, sind immer noch sehr viele versprengte Eiserne übrig. Sofort! Auf mein Kommando! Für den Orden! Die dann auch noch Spawn-Gebäude haben. Feindlicher Angriff! Verstärkt die Deckung! Habe ich brav dran gedacht, hier die Eisernen zu plündern, die was zu plündern hatten? Schließt die Reihen! Ja! Vorwärts! Feindlicher Angriff! Zum Angriff! Oh, hier ist Urias. Mit einem Portal in die südliche Gottmark. Haltet durch, Männer! Hier! Schnell! Tradermeisterarmbrust, noch ein Tradermeisterarmbrust. In die Schlacht! Jetzt erstmal die Nexusse hier wegmachen. Bereit! Und los! In die Schlacht! Was ziemlich schnell geht zum Glück. Da entweder die Nexus-Dinger hier nicht viel aushalten auf dieser Map. Oder weil unsere... Hier, schnell! Die Bewaffnung von unseren Leuten ziemlich stark ist. Und los! Gerade von unserem Kämpfer mit seinen zwei Schwertern und von mir natürlich. Auf meinen Befehl! Mir nach. Also von unserem Vorwärts. Avatar. Schnell! Sofort! Freund, hier herüber! Ich wusste es. Wenn es jemand bis hierher schaffen würde, dann ihr. Ein düsteres Wiedersehen, Urias. Was ist geschehen? Es war ein Gemetzel. Es gelang uns zwar, ihre Blockade zu zerschlagen, doch ihr Strom wollte einfach nicht versiegen. Noch ehe der Tag sich neigte, fielen unsere Reihen. Sie sind alle tot, Runenkrieger. Der Orden ist besiegt. Noch nicht ganz, Urias. Wo ist Sartarius? Gefangen und verschleppt. Sie haben ihn durch das Portal im Süden gebracht, in die Gottmark. Dann ist das unser nächstes Ziel. Sie haben alle außer Sartarius getötet.
Irgendetwas steckt dahinter. Das muss eine Falle sein. Ich rieche es förmlich. Falle oder nicht, Sartarius braucht unsere Hilfe. Und ihr seid ja auch noch am Leben. Nur durch die Hilfe dieses Dunkelelfen. Sonst wäre ich jetzt ebenso tot wie der Rest meiner Leute. Wenn ihr wirklich in die Gottmark wollt, dann sprecht mit ihm. Er kennt dieses Land wahrhaftig besser als ich. Was habt ihr über die Eisernen herausgefunden? Sie sind tödliche Nahkämpfer. Einige von ihnen schleudern auch Magie. Die Bolzen unserer Armbrüste schienen ihnen nicht viel anhaben zu können. Und nehmt euch in Acht vor ihren turmartigen Bauten. Sie schleudern tödliche Blitze, die selbst einen gestandenen Krieger mit einem Schlag niederwerfen. Sartarius glaubt, dass sie aus Urgard gekommen sind. Wahrscheinlich durch das große Portal im Nachtflüstertal. Was sie planen? Bei Zarach, ich weiß es nicht. Sie metzelten uns nieder und nahmen Sartarius gefangen. Doch merkwürdigerweise drangen sie nicht weiter vor. Sie scheinen auf etwas zu warten. Vielleicht auf euch, mein Freund. Was wird nun aus dem Orden? Ihr und ich, das ist alles, was vom Orden noch übrig ist. Es liegt deshalb an uns, was aus ihm wird. Dann lasst uns diese Schlacht zu Ende führen. Habt ihr den Phönix? Ei. Dann gibt es noch Hoffnung. Gut, lasst es uns zu Ende bringen. Mhm. Das Ende des Ordens. Der Dunkelelf Craig hat Urias mit vor den Eisernen gerettet und ist bereit zu helfen. Sein Wissen über die Dante könnte vom Wert sein. Mhm. Ein Runenkrieger. Welch Ironie des Schicksals. So schließt sich hier also der Kreis. Die Mächte des Konvokationskriegs treten an, um die letzte Schlacht gemeinsam auszutragen. Und was ist dabei euer Platz in diesem Spiel? Ich kehre aus der Verbannung zurück zu meinem Volk. Lange genug bin ich als Söldner durch die Welt gezogen. Meine Leute brauchen mich jetzt. Ihr kennt die Gottmark? Der Ort, an den Sie euren Freund entführt haben? Ja, ich kenne ihn. Und ich kenne auch die Runenmonumente dort. Erzählt mir mehr. Eines von ihnen, ein Ork-Monument, liegt östlich des Portals. Dorthin ist es jedoch ein weiter, gefährlicher Weg. Ganz in der Nähe des Portals befindet sich dagegen ein Monument der Dunkelelfen. Ich besitze keine Runensteine der Dunkelelfen. Dann werdet ihr in der Gottmark scheitern. Es sei denn, ihr wagt euch in die Städten von Tirganach. Die Städte von Tirganach? Sie liegt von hier aus gesehen im Osten, jenseits des Tores, das ins ewige Eis führt. Meine Brüder rangen sie einst den Scharrock ab. Nur um sie später wieder an die Eiselfen des Arin-Kults zu verlieren. Diese Eiselfen sind fanatisch und grausam. Ihr werdet unter ihnen keine Freunde des Lichts finden. Sie verteidigen den Gletscher gegen jeden, der den Schlaf des Frostwebers zu stören wagt. Bereitet euch also gut vor, falls ihr in diese Schlacht ziehen wollt. Sucht im Eis nach den verschollenen Runensteinen meines Volkes und kehrt anschließend zu mir zurück. Dann werde ich euch sagen, ob ihr gerüstet seid. Ja. Sucht in der Eisregion nach Plänen und Runen der Dunkelelfen. Um in der Gottmark Fuß zu fassen, sind Pläne und Runen des Dunkelelfenvolks nötig. Craig glaubt, dass sie in der Eisregion zu finden sind. Ich sollte ihn später noch einmal ansprechen, um zu prüfen, ob ich alles alle notwendigen Sachen gefunden habe. Ja, dafür müssen wir hier halt hoch. Also noch nichts mit der Gottmark. Wir können aber Craig noch... Runenkrieger! Ihr wart einst ein Waffenbruder Amras? Ihr wisst viel für einen einfachen Krieger. Tyrgar hat mir berichtet, ihr hättet Amra bis zuletzt begleitet. Das habe ich. Nur in seinem letzten Kampf konnte ich ihm nicht beistehen. Wir suchten Lea überall und fanden schließlich eine Spur, die in die Düsterlande führte. Wochenlang irrten wir in der Wüstenei umher. Amra war wie rasend. Weder Durst noch die Heere der Untoten konnten ihn aufhalten. Doch wir fanden nur Staub und Tod. Bis wir eines Abends einen unheiligen Ort erreichten. Der Wind sang klagend zwischen den Felsen und eine alte Festung thronte über dem Land. Dort schließlich fand er uns. Leas Gemahl? Ja, ein Magier mit dunkler Kapuze und von unglaublicher Macht.
Er schwebte aus dem Himmel herab, fegte uns beiseite wie Strohhalme im Wind. Geifernd verlangte er von Amra das Pfand der Götter, jenen unseligen Ring. Ich sah noch, wie Amra sich aufrichtete, wie er der Magie trotzend auf den Zauberer zuschritt. Dann löschte ein Blitz mein Bewusstsein. Als ich erwachte, fand ich Amra tot neben mir. Das Pfand der Götter war verschwunden. Ich begrub seinen Leichnam an jenem Ort, mitsamt seinen Waffen und seiner Rüstung, wie es einem Krieger gebührt. Alles nur wegen eines nutzlosen Rings. Nutzlos? Das Pfand der Götter muss doch unvorstellbar große Macht besessen haben.